Hier kann man auch nirgendwo durch. Na okay, mit dem Erdbeben einen Einsturz rückgängig zu machen, wäre auch komisch gewesen. Aber was können wir mit der Trompete sonst machen? Vielleicht kann das Mädchen was mit der Trompete anfangen? Ich meine, sie spricht ja eh zu den Steinen. Ja, hier unten können wir auf jeden Fall nichts mehr machen. Dann gehen wir mal kurz zu dem Mädel und fragen sie. Und sonst müssen wir echt zurück zur Unterwasserstadt. Oh, und mit dem Alten können wir noch sprechen, der am Eingang saß. Ja, das war ein Stein in die Seite. Das Mädchen ist hier vorne. Hier? Ne, ein weiter. Ne, keine neue Option. Ich muss jetzt gehen. Können Sie bis jetzt? Schade. Oh, oh, wir müssen eigentlich gar nicht in die Unterwasserstadt zurück. Wir haben hier noch drei andere Ausgänge. Also ja, sprechen wir kurz mit dem alten Mann am Eingang. Und dann gehen wir mal durch den Ostausgang. Weil den haben wir nicht ausprobiert. Im Norden war, wenn ich mich richtig erinnere, die Toten Ritter. Und im Westen der Baum. Ich glaube schon. So, hier jetzt gleich links und dann wieder rechts. Ja, hallo, alter Mann. Nö. Leb wohl. Wenn ich... Komisch, komisch. Zeit anhalten bringt auch nichts gegen einen Erdrutsch. Ein Speer auch nicht unbedingt. Na gut. Dann gehen wir mal zum Ostausgang und gucken, wo das hinführt. Für den Gargoyle brauchen wir auch noch ein paar Sachen, aber ich glaube, da war keine Trompete des Erdbebens bei. Der brauchte irgendwie eine Glaskugel und noch irgendwas. Haben wir das Buch dafür noch? Ich glaube, das Buch hatte ich extra aufbewahrt, genau wegen der Sache. Eine Glaslampe des Lebensessenz und ein Horn des Herbeirufens. Also ein Horn ist das? Naja, nicht wirklich, es ist eine Trompete. Ein Horn wäre ja aufgerollt, so wie eine Muschel halt. Aber es kann sein, dass es Übersetzungsfehler ist. Naja, fehlt trotzdem noch die Glaskugel des irgendwas. Also hier hoch und dann rechts rum. Nee, da ist der Teleporter. Hier geht's raus. Ah. Oh. Hier könnten wir jetzt auch zur Unterwasserwelt. Das heißt, wir sind jetzt hier oben. Naja, ob wir hier nach Osten gehen oder dann nach Norden, kommt aufs Gleiche hinaus. Hier oben ist der alte Baum. Und sonst anscheinend nichts. Und hier war der Tempel. Na gut, heilen wir erstmal hoch. Und was machen wir dann? Gehen wir runter wieder ins Wasser, obwohl das ein bisschen haarig da unten war? Oder probieren wir ein ganz neues Gebiet aus? Na komm, gehen wir ins Wasser. Ah, ein kleines witziges Fehlte. Weil selbst wenn es schwieriger ist, dann dauert es halt ein bisschen länger. Aber wir haben inzwischen ja recht viele Heiltränke und Mana-Tränke über, in Anführungszeichen. Sodass wir nicht ganz so häufig pausieren werden müssen. So, wo war jetzt diese komische Herbeirufung? Genau. Oh. Das ist das Horn der Herbeirufung. Gut, gut. Dann fehlt echt noch diese Glaskugel. Oh. Die Glaskugel hatten wir noch benutzt, um den Geist zu beschwören. Also den Geist von dem Zauberer in die Glaskugel hinein. Vielleicht hätten wir das nicht machen dürfen. Sondern hätten wir vorher mit der Glaskugel und der Muschel zu dem Gargoyle gehen sollen. Das wäre natürlich ärgerlich.
Hallo, Ding. Wir wollen runter. Lebe wohl, Wasserdämon. Ich bin der Elementargeist, ich bitte dich. Nimmst du uns mit? Nö. Okay. Nochmal, nerven ihn ein bisschen. Wir wollen wieder. Darf ich dich noch einmal? Es war schön. Rufe nur nach mir. Rufe nur nach mir, wenn du das Wasser überqueren willst. Ja, das ich wollen muss wir. Durch das Wasser zum versunkenen Schiff. Jede Art von Hilfe ist willkommen. Wenn du die richtige Frage stellst, dann ich. So soll. Gesagt ist. Okay, also haben wir jetzt nochmal das gleiche gesagt wie vorhin. Lebe kommen wohl, wir jetzt ins Wasser? Wasserdämon. Ich bin der Elementar, bitte dich. Ah ja, schön, schön. So, das Schild nicht vergessen. Da. Oh, wir sind woanders rausgekommen. Da geht's dann wohl zurück. Na, kannst du eingequetscht werden? Oh, anscheinend nicht. So, dann gehen wir jetzt hier schön Schritt für... die Vergifter. Wir haben keine Gegengifttränke. Oder? Doch, einen haben wir. Hoffen wir mal, dass da noch einer drin ist. Sonst sollte ich vorher pausieren. Den Typen kämpfen. Ja doch, damit wir gegen heilen können. Keine Mana-Tränke und Heiltränke verbrauchen. So. Also. Ach. Wir haben so viele Mana-Tränke, das können wir auch so machen. Wir sollten ja nicht zu übervorsichtig werden. Es wird sonst ein bisschen langweilig, wenn wir durchgehend 10, 20 Heiltränke auf Vorrat haben. Ein Amulett der Macht. Plus 1 Macht. Achso, Zaubermacht. Ja, nee, das brauchen wir nicht. Wir brauchen eine Rüstung. Ja, doch, das war ja auch ziemlich groß. Ungefähr so groß wie die Stadt, würde ich sagen. Aber mit ein paar mehr Truhen. Auch wenn da meistens nur Heiltränke drin sind. Aber gut. Oh, okay. Dann müssen wir hier zurück. Ja, mit Kell kriege ich jetzt durchgehend Schaden. Aber den Gifttrank müssen wir uns nicht aufbewahren für später. Also, wenn wir entweder einen zweiten haben oder wenn es keine von den Seetang-Dingern mehr gibt. Sonst heilen wir jetzt das Gift, werden irgendwann wieder vergiftet und haben dann gar kein Gegengift mehr, um uns zu heilen. Und müssen durchgehend Mana verwenden, um uns hochzuheilen. Und rasten werden wir vergifteterweise auch nicht können. Müssen wir gleich schon rasten. Na gut, ein Heiltrank. Eins, zwei, drei Mana-Tränke. Was natürlich auch praktisch wäre, ist, wenn man diese Magie des Fleisches hoch genug hat, dass die Heilzauber dann nicht nur mehr heilen, sondern auch Gift entfernen. Aber das wäre wahrscheinlich zu viel behaupten. Gift tickt auch während wir zaubern. Aber trotzdem kommen wir gut gegen an. So, jetzt wollen wir nach oben. Trank der Austausch war auch noch so ein kurzfristiges Ding. Ja, das brauchen wir nicht. Ah, noch so ein Seetang-Ding. Und ein Stein. Okay, da gehen wir später lang. Oder auch nicht.
Komm, Stein. Du weißt, du willst es auch. Stein? Ah, danke. Ja, das wäre es noch gewesen. Wir laufen den ganzen Weg hier lang und dann treffen wir auf einen Gegner und kriegen immer den Stein in den Rücken gedonnert. Hier waren wir schon. Oh, okay. Dann zurück und da hoch. Oh, das ist so ein ganz, also volle Mana. Das sollte später schon praktisch werden, wenn wir noch ein, zwei permanente Magietränke finden. Ja, komm, geh vorbei. Oh, müssen wir schnell sein. Das war nur eine Perle, oder? Davon haben wir doch schon zwei Stück. Ja, da. Perle war hier. Oh, vielleicht ist das so eine Art Währung hier unten. Aber wir haben noch keinen freundlichen NPC gefunden. Schnell einen Heiltrank, falls nochmal ein Stein kommt. So, da ist der Stein lang gelaufen, oder? Okay, lauf vorbei. Lauf vorbei, danke. Ich höre schon wieder so einen Krabbenmann. Nein, 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 nein. Glück gehabt, das hätte übel enden können.